Der vorletzte Tag im Taunus startet nicht im Punto Latino, aber mit bunten, frischen Zutaten. Ein neuer Tag, eine neue Küche und ganz tolle Lebensmittel. Wir haben alles vorbereitet, denn ich koche heute mit Daniela. Flo ist im Restaurant im Punto Latino und wird umbauen. Denn in der Küche wird angepackt. Neue Geräte und neue Positionen. Da wir da nicht stören möchten, sind wir hier in der Showküche und werden ein bisschen arbeiten. Denn Daniela braucht für ihre Arbeit zu lang, weil sie einfach zu wuselig ist und sich nicht richtig aufstellt. Das ist natürlich eine Sache, die hat was mit Erfahrung zu tun. Das Wichtigste, was Daniela braucht, ist kochen, 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 dass sie ein Bewusstsein dafür hat. Ich bin gespannt auf die Kochstunde mit Frank Rosin. Viel zu lernen, das macht mir Spaß. Hallo Frank! Buenos dias! Gut geht's mir. Hast du ein bisschen geschlafen? Ja. Gut? Selbstverständlich. Ja? Gut, dann Jacke aus, los geht. Jacke aus? Fantastisch. Ja. So, heute geht's um Fisch. Und ums Timing, um Zeit. Wir haben ja gestern herausgefunden, weniger einkaufen, aber dafür aus den wenigen Produkten mehr Gerichte machen. Okay? Ja. So, wir machen als erstes eine Ceviche. Dazu frischen Lachs von seiner Haut befreien. Jetzt gehen wir hier hin und schneiden uns den Fisch in gleiche Stücke. Du kannst schon mal Paprikawürfel schneiden oder Avocado. Außerdem Zwiebeln hacken und zum rohen Lachs geben. Gehen wir hinein. Mit dem gewürfelten Gemüse vermengen. So, schon fertig. Nimm mal einen Löffel, rühr das schon mal etwas durch. Limettensaft hinzugeben. Salz. Olivenöl. So, jetzt lassen wir das ein bisschen ziehen. Mhm. Sehr gut. Muss jetzt ein bisschen probieren? Natürlich. Jetzt will ich. Das ist ausgezeichnet. Mhm. In der Zeit, wo das zieht, machen wir gleich weiter. Pfanne raus. Wir reden ja hier über Timing, ne? Das heißt, viele Sachen auf einmal. Also, Knoblauch schälen. Und zwar jetzt schnell. Wir brauchen Schnelligkeit. Denn die hat Daniela beim ersten Testessen gefehlt. Fertig, so, die Garnelen braten, komm, rüber, Garnelen rein. Der professionelle Umgang mit Zeitdruck in der Küche will geübt sein. So, weiter, wir haben noch eine Bestellung. Da geht noch einmal gebratener Lachs gleich. Neue Pfanne auf. Schön alles nach außen. Knoblauch rein. Ein bisschen Zwiebel, die rote kannst du ruhig schneiden. Genau. So, jetzt machen wir uns einen kleinen Sud. Dafür das Pfannengut mit Weißwein ablöschen. Super. Guck mal, jetzt haben wir schon den Lachs, jetzt haben wir Ceviche. Alles in ein paar Momenten. So, guck mal. Das läuft, ja? Genau. Die Gambas rausholen. Oh, lecker. Wirklich, ne? Mm. So, dann machen wir ein bisschen Crunch da rein. Dazu knackigen Fenchel kleinschneiden und in den Garnelensud geben. Und kippen das einfach hier so drauf. Und grob geschnitten wie ein Salätchen. Das hast du jetzt sehr gut gesagt. Im Grunde genommen kann ich nichts hinzufügen. Ja. Und dann nehmen wir jetzt einfach unseren schönen Ceviche. Unser schöne durchgezogenes Ceviche. Einfach. Ja, das ist Essen, das ist Heimat, das ist, ich sag mal, Gourmet-Salsa. Ja. Na, tanzen im Mund. Pass auf, wir machen jetzt Chili, schnell, hier Chili. Scheiben oder Würfel? Sieben Ecke. Einwandwitz.
Dann jetzt hier pikante Momente hier. Schön, guck mal. Ah. Bohnen. So, der Lachs ist immer noch nicht gut, ne? Also der Lachs ist immer noch roh von innen, ne? Von daher. Wie weißt du das? Denn es ist alles groß, hat mir jetzt außenrum. Ja, wie weißt du, wie man Salsa tanzt? sag mir, wie weißt du, dass es drinnen roh ist? Wegen der Zeit? Ja, wegen der Zeit. Wegen der Zeit. Ich berühre. Und wenn es wackelig ist, dann ist es roh. Genau. Ich bin fasziniert. Das ist Action, Leidenschaft. Und für mich gibt es nichts Besseres als gut voll mit Geschmack essen. Wo man sagt, oh Gott, das ist geil. So gefällt mir Essen. Ich muss aber mal ein bisschen besser schneiden. Ne? Guck mal hier. Hier. Ich wollte, aber das ist nicht auseinander. Ja. Du musst in Zukunft wirklich üben. Dass deine Sachen schneller. So vorbereitet sind, dass du schneller bist. Ne? So, würzen hier. Um die mexikanische Gemüsepfanne abzurunden. So, den holen wir jetzt mal eben raus. Kräuter rein, Avocado rein. Jetzt mal an. Ist jetzt ein bisschen sehr buschikos, gebe ich zu. Aber ich will dir einfach nur zeigen, wie einfach es ist, schnell, 1, 2, 3, lecker zu kochen. Ja, nimm einen Löffel und probier. So gut. So, oder? Ist das sexy? Es ist genial. Also, die Vorbereitung ist alles, um schnell zu sein. All diese Sachen, die wir gemacht haben, sollen nicht deine Gerichte in Zukunft sein, sondern es ist eine Inspiration, dass du daraus jetzt deine Dinge schreibst, deine Karte schreibst, deine kulinarische Idee erfindest. Das ist der Grund, warum wir das tun. Ich weiß, du kannst das. Du musst es nur mit System machen, ein bisschen ruhiger werden und mit Plan. Genauso wie du tanzt. Okay? Fertig? So, jetzt fahren wir in den Laden. Denn dort wartet die fertige Küche als Überraschung für Daniela. Aus der unprofessionellen, vollgestellten Küche wird ein aufgeräumter Profi-Arbeitsplatz. Ein Holztisch hat wegen Brandgefahr und Hygiene nichts in einer Profiküche verloren. Er wird durch einen beweglichen Edelstahlschrank ersetzt, der in der Küche flexibel einsetzbar ist. Außerdem gibt es neue Unterschränke aus Edelstahl und eine Saladette. Der alte Pizzaofen wurde entfernt und der Backofen auf passende Arbeitshöhe gesetzt. Außerdem gibt es für die kulinarischen Neuinterpretationen das passende Geschirr. Das sind andere Welten. Profi gegenüber Holztisch. Wir haben dir hier einen Arbeitsschrank auf Rollen hingestellt. Das heißt, wenn du willst, kannst du das als Pass verwenden. Du machst hier zu, schiebst die hier rein, stellst sie fest und hast eine Ausgabe. Fantastisch. Ja? Wenn du wieder raus willst, kannst du dir so hinstellen, wie du es brauchst. Ein bisschen Geschirr hast du auch. Oh! Oh! Ja, das ist schön für Chili. Oh, das hat mich fasziniert. So bunt und so typisch lateinamerikanisch, fröhlich, froh, modern. Die Farben, die passen perfekt zu Punto Latino. Dankeschön. Ciao. Also bis dann, ne? Wir müssen über das Essen morgen reden. Ja. Denn morgen ist der wichtigste Tag und dieser Start ist enorm wichtig, enorm wichtig. Und dann schlage ich vor, zwei Hauptgänge zur Auswahl. Okay. Eine Vorspeisenvariation. Viele, viele Menschen, die jetzt vom Fernseher sitzen, werden dann sagen, am Wochenende will ich da sofort hin. Okay? Ja. Gut. Bis später. Bis später. Das hat der Flo doch richtig gut gemacht. Und schönes Geschirr, das ist nämlich mega. So. Und jetzt habe ich für Daniela was gehabt und jetzt habe ich noch was für Matthias. Hey. Hi, Frank. Na? Grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Markus, Vollblut-Bartender. Und ich bin hier, um dem Matthias zu helfen, noch tollere Drinks zu machen und vor allem selbstsicher hinter seiner Bar zu stehen. Hallo. Denn das kann Matthias gebrauchen. Hi, ich bin der Markus.
herzlich willkommen in deiner eigenen Bar. Dankeschön, danke. Wir machen mal 4 Drinks. Maracuja-Kaipi heißt sie bei dir. Ja. Eine Tommy's Margarita. Ja. Eine Ipanema. Ja. Und deine Virgin Himbeer Margarita. Okay. Gut. Ja. Ich geh mal aus dem Weg. Gut, dann fangen wir an. Sehr gut. Das wäre natürlich jetzt logischerweise natürlich eigentlich schon vorbereitet, die Limetten zu schneiden. Sehr gut. Ich wollte aber natürlich sehen, weshalb habe ich dir nicht vorgeschnitten, wollte sehen, wie du sie schneidest. Matthias ist wie beim ersten Testessen langsam und sehr konzentriert. Die Energie des Profi-Barkeepers sollte er sich heute abschauen. Sehr gut. Du warst super nervös. Du warst die ganze Zeit shaky. Ich zeig dir einfach mal jetzt, wie ich eine Caipirinha machen würde. Gerne. Cool, prima. Gerne, wunderbar. Dann kommt leckerer Cachaça, 8cl. Und immer lächeln. Und dann servieren. Okay, wir machen Folgendes. Du bist gut aufgehoben, ihr seid gerade gut im Move und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Alles klar. Ja, und bin gespannt, was daraus morgen wird. Okay? Alles klar. Bis morgen und bis bald. Ne? Ciao. Ja, danke, tschüss. Ich fand das Cocktail-Coaching bis jetzt eigentlich ganz gut. Also wir sind noch nicht fertig, wir werden noch ein bisschen dran arbeiten und ich werde ihm viel mitgeben in der Hoffnung, dass er das auch umsetzt. Aber da bin ich guter Dinge. Dann natürlich Glas vorkühlen. Crushed Eis und dann Saft einer ganzen Limette. Ein schöner weißer Rum. 6cl. Okay. Wir haben mit Markus noch sehr lange, wir waren noch bis um 11 Uhr, haben wir noch uns unterhalten, Tipps gegeben, Schnitttechniken ausprobiert, Ideen ausgetauscht. Das war sehr interessant.